Ich würde noch gern ganz kurz zu Ihrem Regierungsprogramm kommen, denn es hat nur ganz wenige Tage gedauert und da hat ein Passus hier auf Seite 31 für gehöriges Aufsehen gesorgt. Sie fordern nämlich die Schulsprache Deutsch. Ich darf Ihnen ganz kurz vorlesen. Die Schulsprache Deutsch soll Eingang in die Hausordnung der diversen Bildungseinrichtungen finden. Somit kann sichergestellt werden, dass nicht nur während des Unterrichts, sondern auch in den Pausen und auf dem gesamten Schulareal Deutsch gesprochen wird. Das klingt gut für Sie, ist aber leider verfassungswidrig. Das stimmt überhaupt nicht. Denn sagt das Bildungsministerium. Das Bildungsministerium ist auch politisch geführt. Und ich kann Ihnen nur eines sagen, ich habe in den vergangenen 6 Jahren in den Vergaberichtlinien, was die Sozialwohnungen betrifft, Deutsch als Voraussetzung eingeführt, in Zusammenarbeit mit den Gemeinden. Aber Schulrecht ist etwas anderes als überhaupt die Vergaberichtlinien für eine Wohnung. Nochmals, da hat man gesagt, das wäre rechtlich nicht möglich. Es ist durchgesetzt und es ist möglich. Und noch etwas, in Deutschland, ist ja auch keine Bananenrepublik, wurde in einer Schule auch ein freiwilliges Modell implementiert, wo alle damit zufrieden sind, wo auch die Abgänger, es ist eine Berliner Schule, wo die Abgänger bessere Chancen haben am Arbeitsmarkt. Aber freiwillig ist etwas anderes als das, was ich hier lese im Arbeitsmarkt. Es gibt auch die Forderung des FDPs, Obmanns Lindner, der auch sagt, das soll auch gesetzlich geregelt werden. Und man hat alle Vorschläge, die die FPÖ macht, werden so beiseite gewischt, das wäre ja verfassungswidrig und so weiter. Außerdem, was verfassungswidrig ist, beurteilt nicht das Bildungsministerium, sondern was verfassungswidrig ist, beurteilt der VfGH. Aber spannend finde ich schon, weil nur 6 Absätze drüber fordern Sie die Zuwanderer auf, sich an die Verfassung zu halten und die Verfassung zu respektieren. Und 6 Absätze drunter fordern Sie etwas, was laut Bundesverfassung nicht möglich ist. Sie können Schülern am Schulhof nicht vorschreiben, was sie sprechen. Woraus schließen Sie das, aus welcher gesetzlichen Bestimmung? Wie können Sie jemanden auf der Straße vorschreiben, was er sprechen soll? Und was wären die Sanktionsmöglichkeiten? Es geht nicht um die Straße, sondern in der österreichischen Bundesverfassung steht, dass die Amtssprache übrigens auch Deutsch ist. Die Amtssprache ist aber mit der Kommunikation und mit den Behörden. Die Amtssprache ist Deutsch in Österreich und übrigens, ich glaube, das ist das wesentliche Symbol. Es geht hier um Integration, es geht hier auch um Anpassung und es geht auch darum, dass man erkennt, dass wir uns nicht in der Türkei befinden, in Tschetschenien, in Afghanistan oder im Nahen Osten, sondern in Österreich. Und übrigens denke ich mir, dass das für die Menschen ganz wurscht, welche Herkunft, welche Hautfarbe, welche religiöse Einstellung das man hat, dass man das Beherrschen der deutschen Sprache ist der Schlüssel für den Erfolg am Arbeitsmarkt. Also wird das jetzt kommen oder nicht? So wie es im Arbeitsübereinkommen drinsteht, werden wir das ausarbeiten und das wird auch implementiert und ich werde wieder mal Recht behalten. Das heißt, in 6 Jahren wird auf oberösterreichischen Schulhöfen kein Kind mehr nicht Deutsch sprechen? Ich wünsche mir, dass das so wahrgenommen wird, dass es wichtig ist, die deutsche Sprache zu beherrschen und dass natürlich auch in den Pausen am Schulhof auch Deutsch gesprochen wird. Was privat passiert, das ist eine andere Sache. Aber ich glaube, dass das ein wichtiges Signal ist. Wir befinden uns hier in Österreich und in Österreich spricht man Deutsch. Und das ist auch die Voraussetzung, um erfolgreich eine Lehrstelle zu erhalten, um erfolgreich am Arbeitsmarkt zu sein und an unserer Gesellschaft teilzuhaben. Ich glaube, man sollte das auch positiv sehen, nicht immer die negativen Seiten, ganz im Gegenteil. Eine positive Einstellung zu diesem Staat, zu den demokratischen Grundwerten, eine positive Einstellung auch zu unserer Sprache. Aber ich verstehe es jetzt nicht ganz. Ist das nur eine Handlungsanleitung, eine Empfehlung der Landesregierung an alle Schüler in Oberösterreich, doch bitte Deutsch zu sprechen, oder wird es eine Verpflichtung geben? Sie haben es in Arbeitsübereinkommen ja richtig zitiert. Wir werden uns hier bemühen, im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten in der Hausordnung das festzuschreiben. So wie es auch in Hausordnungen drinsteht, dass man nicht die Straßenschuhe verwendet, sondern dass man mit den Hausschuhen in der Schule sich bewegt. Ich glaube, da geht es um ganz wesentliche Verhaltenskriterien in der Schule.